Herzlich willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Heute mit einer ganz besonderen Episode. Lasst gerne erstmal einen Daumen nach oben da oder auch ein Follow bei Spotify oder eine Bewertung bei iTunes. Ihr kennt das Ganze. Heute sprechen wir über einen MMA-Pionier aus Deutschland. Da gibt es einige, aber vor allem bei einem sagt man sich ja. Der ist schon wirklich lange dabei und das ist Martin Zavada aus Düsseldorf. Denn der kämpft Samstagabend wieder. Bei KSW 58 trifft er auf Simon Koletski. Und Martin Zawada ist jemand, den müsste man als deutscher MMA-Fan eigentlich kennen. Wenn wir uns mal seine Tapology-Seite anschauen, dann merken wir, okay, da kann man wirklich weit, weit runterscrollen. 2003 hat er sein Debüt gegeben, beziehungsweise 2003 ist der erste Kampf von ihm, der bei Topology angezeigt wird. Und Leute, 2003 ist so wahnsinnig lange her, das hört sich gar nicht mal so lange an. Aber dann stellen wir uns mal vor, dass das schon 18 Jahre sind. Seit 18 Jahren steht er im ortagon seit 18 Jahren kämpft er regelmäßig. Sein KSW-Debüt hat er 2006 gegeben. Das hatte er damals gegen Lukas Jokowski sogar gewonnen. Das war im. Oktober 2006, bei KSW 6, hat er durch eine Decision gewonnen. Und das Spannende ist, vor allem wenn wir uns auch seine Matches re anschauen, sehen wir, da sind auch einige Namen, die man einfach kennt. Mahmet Khalidov, einer der größten Kämpfer und einer der besten Kämpfer, die nie in der UFC waren. Er hat gegen Martin Savada gekämpft, Martin Savada hat auch schon mal gegen Jan Blahowitz gekämpft und Jan Blahowitz, den kennen wahrscheinlich einige, denn das ist der amtierende UFC Light Heavyweight Champion, der trifft am 6. März übrigens auf Israel Adesanya. Das heißt ja, auch Martin Savada hat schon gegen den aktuellen Champion gekämpft, auch wenn es damals noch eine andere Zeit war, das war 2008 und das müsst ihr euch mal vorstellen. 2006 KSW-Debüt, 2008 gegen Blachowicz, der heute der UFC-Champion ist und allgemein, muss man sagen, hatte eine sehr bewegte Karriere. Klar, er hat viele Siege, er hat auch einige Niederlagen und das ist eine relativ gemischte Match-History. Man muss dazu sagen, dass das KSW-Event am Samstag sehr, sehr geil wird. Wir haben nicht nur Martin Savada, wir haben auch Guto Innozente, den kennen einige vielleicht von seiner Zeit bei Glory. Er konnte dort auch gegen einen Rico Verhoeven zwar nicht gewinnen, aber er hat gegen Rico Verhoeven gekämpft. Er hat gegen einen Derek Lewis gekämpft. Denn gute Innozente war nicht nur Glory-Kickbox-Profi, sondern auch UFC-Fighter, auch wenn sein Ausflug in die UFC nur relativ kurz war. das, war das Gegner, Simon Kolecki. Der ist gar nicht mal übel, der hat viele Kämpfe gewonnen, hat auch gegen einen Mariusz Pujanowski zum Beispiel gewonnen. Den kennt viele, weil er natürlich nicht nur sehr, sehr beliebt in Polen ist, das ist auch ein großer Star, sondern auch wegen seiner brachialen Physis. Also Mariusz Pujanowski hat eine brachiale Physis, da werden ihn wahrscheinlich einige von kennen. Seinen letzten Fight konnte Savada aber gewinnen, das war eine Decision. Das war bei KSW 49 im Mai 2019. Damals konnte er gegen Thiago Silva gewinnen und nun will er es also gegen Simon Kolecki wissen. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf, ich freue mich immer, wenn wir vor allem deutschsprachige MMA-Legenden sehen, dass. Geht von einem Martin Savada über auch zu einem Aziz karaolu zum Beispiel. Das heißt, es gibt viele Kämpfer aus Deutschland, die schon ewig dabei sind, die auch unfassbar viel für diesen Sport gemacht haben. Denn diese Männer haben gekämpft noch weit bevor jemand wusste, was die UFC überhaupt ist, sondern damals dachte man sich, boah, das ist ein Free Fight ohne Regeln, ohne was auch immer. Damals schon haben sie sich in den Käfig gestellt und. Der Sport hat sich entwickelt und sie haben sich auch weiterentwickelt und es freut mich zu sehen, dass er immer noch dabei ist. Ich freue mich auf Samstagabend, ich freue mich auf KSW, das Ganze seht ihr Samstagabend live auf Bild Plus, also schaltet auf jeden Fall ein, wenn es wieder Showtime ist. Danke fürs Zuhören, schreibt mir gerne eure Meinung über Martin Zawada unten in die Kommentare. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und damit bis zum nächsten Mal.